Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wulong Fallen Dynasty. Ich habe jetzt keine Lust zur Schmiedin zu gehen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass mein Inventar voll ist. Deswegen gucken wir mal ganz kurz. Ist nicht voll. Okay, los. Keine Lust jetzt. So, wir werden reisen. So, wir haben noch... Oh, wir haben zwei Nebenmissionen. Eli verweilt in unserem Lager. Das hört sich an wie ein Bosskampf. Taktikübung, kleiner Kristall. Okay, dann machen wir das hier. Eli verweilt in unserem Lager. Dian Wei war darauf aus, sein Können gegen jeden angesehenen Kämpfer auf die Probe zu stellen. Und wann immer ihm dieser Wunsch erfüllt wurde, trainierte er nach Herzenslust mit funkelnden Augen. Ein Spruch seiner Mitstreiter besagte, in unserem Lager verweilt Dian der Mutige. Er, der ein paar 20 Kilogramm schwere Hellebarden schwingt. Da fehlt... fehlen die Ausrufezeichen am Ende. Scheint, als wirst du dein Bestes geben müssen, im Kampf gegen ihn zu gewinnen. Ja. Mir mag spannend jetzt. Wo wir sind. Hochschauber. Das ist so komisch, der Regen hört sich so echt an. Ich habe gerade gesagt, draußen regnet es. Auch. Hallo! Wenn wir klarkommen hier. Der Regen verwirrt mich gerade total. Er macht die ganze Zeit, ey, hallo. Mist.
Nein! Nein! Das ist Jumbri! Was ist denn jetzt so los, ey? Was? Download? Was ist nur los? Warum kommen jetzt so viele Downloads? Was für eine Seuche. Dankeschön. Gibt's irgendwas Neues bei Elden Ring? Oh. Wieso hat sie ihn so komisch angegriffen? Download-Zeit oder was? 17:29 Uhr. Schade. Es hat nicht gereicht. Haha. Ist Dianwei verloren. Dianwei heute放置, Ren bei Yu Ren. Das ist so der Sinnfu-Kofu. Tari, du hast noch die Chance, Tietzwo. Die ist halt wahr, Puli Zijau. Okay, das Dorf. Wir haben nun Dianwei in die hieß doch so, gell? In die Flucht geschlagen. Und jetzt gucken wir mal, was die andere Nebenaufgabe ist. So, 71.000. Im Namen Elias. Taktikübungen. Lupus in der Provinz Bing stationiertes Bataillon ist für seine erfahrenen Krieger bekannt, darunter auch Zhang Liao und Gao Shun. Um gegen derart mächtige Gegner bestehen zu können, haben Guo Jia und Xun Yu ein hartes Training begonnen. Nun scheint es, als würden sie die Früchte ihrer Arbeit auf die Probe stellen wollen. Es ist verlockend zu erfahren, wie sehr sie sich verbessert haben. Ja. Dann gucken wir mal. Ich habe schon gesagt, es gibt irgendwie einen Kampf gegen Lubu. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, aber ich habe mich auch ein bisschen drauf gefreut.
wenn es das gegeben hätte. Hä? Ich kann mir wieder keine Hilfe holen, gell? Nur die beiden sind zu zweit. Welche Gemeinheit das doch ist. Okay, da rennen wir mal in unseren Untergang. Ach so, okay, ich verstehe. Oh oh. Oh oh. Ich hasse die. Mach es halt so. Haha.
Peter liegt ein Tragenheilstopf. Das hat mich schon noch getroffen. Was? Jetzt schon?
Nein! Oh, ich hasse das, wenn das zwei sind. Dieser... Oh. Als wenn jetzt hier mich jemand ständig... Yeah.
Oh oh. Knüppel, ey. Taktisches Wunderkind. Ah, gut. Hätten wir das? So, dann machen wir erstmal das hier. Wir haben auch nichts Neues, oder? Nee. Gut. Im Namen Elias. Obwohl. Nee, ich glaube, es gibt danach noch eine Nebenmission, also noch eine Hauptmission, weil da so dieser Balken noch nicht voll ist. So, wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Beim wie leicht dich Gegner bemerken beim Blocken verbrauchten Willen. Beeinflusst von Zaubern. So. Würde ich sagen, Hammer. So. Ja, dann sind wir hier jetzt am Ende, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag. Bleibt gesund. Und bis morgen. Tschüss.